Hallo, liebe Helium-Freunde. Lange ist's her, aber heute mal endlich wieder ein Video von mir. Ich wurde nämlich heute gefragt, nämlich vor, ich wurde heute nämlich Folgendes gefragt: Bro, ich könnte zwei Rackminer für 870 Euro kaufen. Soll ich das machen? Und da habe ich mich gefragt, so, lohnt sich das aktuell noch, in Helium zu investieren? Und dann ist mir eingefallen, dass wir ja in der Vergangenheit in diesem Stream zusammen ja eine große Excel-Tabelle erstellt haben, in der quasi einfach alles ausgerechnet wird und überschlagen wird, ob sich das denn aktuell noch lohnen könnte. Und das schauen wir uns jetzt mal direkt an. Hier sehen wir jetzt die Excel von damals. Hier oben steht sogar noch, zuletzt geändert am 2. Mai. Und zu der Zeit war Helium HNT, glaube ich, noch ungefähr 10 Euro wert. Hier, 14 Euro war das zu dem Zeitpunkt wert. Und wir haben uns noch vor dem Halving befunden. Das heißt also, es wurden noch 5 Millionen HNT im Monat ausgeschüttet. So, die Excel funktioniert auch. Das haben wir damals im Stream alles ausprobiert. Und dann würde ich jetzt einfach mal dazu gehen, die aktuellen Werte einzutragen. Das heißt also, aktuell ist der Heliumkurs. Können wir kurz nachschauen. Zack, ziehe ich das hier mal kurz rüber. So, liegt hier bei 41 Euro. Das können wir mal eintragen. Aktuell nicht 14, sondern 41 Euro. So, es werden als Rewards ausgeschüttet. Nicht 5 Millionen, sondern 2,5 Millionen. So, die Menge der Hotspots, die hat extrem zugenommen. Wir sind davon damals davon ausgegangen, dass nach dem Halving ungefähr 200.000 Hotspots aktiv sind weltweit. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen im Helium Explorer, sehen wir, dass es jetzt schon 300.000 sind. Das heißt also durchschnittlich, ne, wir müssen immer vom Durchschnitt reden. Es gibt natürlich Hotspots, die besser performen und Hotspots, die schlechter performen. Aber durchschnittlich werden diese 2,5 Millionen HNT auf diese 300.000 Hotspots aufgeteilt. Das heißt also, es sind ungefähr genau 10 mal mehr. 300.000. Und dann kommen wir dabei raus, dass durchschnittlich täglich 0,28 Helium dabei rauspurzeln sollten pro Miner. Und das sind durchschnittlich monatlich 8 Helium. Und das sind 341 Euro im Monat, beziehungsweise 11 Euro am Tag. Das heißt also, nach nicht mal einem Monat hätte man den Miner beim aktuellen Kurs abbezahlt. Dann schauen wir mal nach, wie das denn bei meinen zwei Minern, die ich aktuell habe, läuft. Muss ich hier einmal kurz die App öffnen. Und wenn die App geladen hat, dann mache ich hier auch gleich einen Screenshot mal rein. Das Helium-Netzwerk ist irgendwie sehr langsam, was die Responsivität oder wie man das sagen kann, von der App angeht. Also man wartet da echt Unmengen an Zeit. Hier tut sich gerade gar nichts in der App. Ich poste aber einfach mal den Screenshot rein und da sieht man, dass von den beiden Minern, die ich aktuell aufgestellt habe, einer mit 0,2 und der andere mit 0,3 Helium in den letzten 24 Stunden performt. Das heißt also, wir sind, wenn jetzt hier durchschnittlich 0,3 ausgerechnet wurden von uns, sind wir da absolut im Durchschnitt unterwegs. Das heißt also, die Miner arbeiten durchschnittlich. Also wir haben 0,24 Helium und 0,32 Helium am Tag. Dazu muss ich aber sagen, das ist nicht immer gleichmäßig. Ich versuche jetzt nochmal einen Screenshot zu machen von einer anderen Aufnahme, wo man sehen kann, wie der quasi über die Zeit performt. Und da wird man sehen, dass der an einigen Tagen mal sehr gut performt und an einigen Tagen wieder schlecht. So, und im Durchschnitt kommen wir hierbei auf 14 Tage mit 2,6 Helium. Das ist dann, wenn wir uns den monatlichen Durchschnitt anschauen, natürlich wiederum weit unterdurchschnittlich. Also 30 Tage kann ich auch mal anklicken hier bei mir. Oh,
30 Tage ist gar nicht so schlecht. Bei 30 Tagen sind wir bei 7 Helium. Bei dem einen Miner und bei dem anderen Miner sind wir in den letzten 30 Tagen bei, wenn es laden würde. So. Oh, und der andere Miner hat sogar mit 8,5 Helium eine wesentlich bessere Performance hingelegt. Das heißt also, die beiden Miner, die bewegen sich komplett im Durchschnitt. Wir haben auch noch andere Miner aufgestellt, also andere Miner von meinen Kumpels, die hier auch in der Nähe stehen. Die habe ich bei mir als Favorite in der App markiert. Da kann ich die auch jederzeit öffnen und ansehen und schauen, wie die performen. Mit denen haben wir irgendwie schlechtere Erfahrungen gemacht. Die performen nicht so gut, obwohl die unserer Meinung nach ähnlich gute Standorte haben. Das haben wir noch nicht ganz raus, wann ein Miner gut bzw. durchschnittlich performt und wann er einfach da nur Probleme macht. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn man jetzt zu einem Preis von, was haben wir hier für, wir gehen hier von 450 € für einen Miner aus. Wenn der Kurs so bleibt wie jetzt und man seinen Miner so platziert, dass er durchschnittlich performt, das heißt, dass er da seine 8 Helium im Monat sich abholt, dann lohnt sich das auf jeden Fall, weil wir da nach anderthalb Monaten in den Break-Even gehen und ab da einen Gewinn machen, wenn wir das Helium verkaufen. Und auf längere Sicht, wenn der Kurs natürlich noch weiter steigt, dann wird das natürlich noch mehr gewinnen. Also, wenn man bedenkt, der Heliumkurs aktuell bei 41 € ist jetzt ultimativ stark gestiegen. Wir waren vor kurzer Zeit noch. Wo sind wir hier? Helium HNT. Wenn wir uns die letzten 30 Tage anschauen, da waren wir die ganze Zeit, also wir waren sehr, sehr, sehr lange unter 20 € unterwegs und jetzt ist es nochmal stark nach oben gegangen. Und wenn sich das weiter so entwickelt, dann sind ja die 8 Helium, die jetzt die 340 € wert sind, die sind dann ja später 600 € wert, wenn man das eben nicht verkauft, sondern einfach im Wallet lässt und anlegt. So wie ich es auch mache. Zusammenfassend kann man sagen, es lohnt sich wahrscheinlich, also wenn nichts total Unvorhergesehenes dazwischen kommt, wie zum Beispiel, dass irgendwie da was verboten wird oder das Netzwerk komplett abstürzt, sondern wenn alles quasi so weiterlaufen würde, wie es bis jetzt gelaufen ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall und es ist ein No-Brainer, sich die Miner nicht zu kaufen. Das heißt also, für meinen Kumpel, der mich hier angeschrieben hat, hier zwei Rackminer für 870 €. Das heißt, wir sind sogar unter den 450 €. Dann lohnt sich das auf jeden Fall, die Dinger zu nehmen und die irgendwo hinzustellen, wo die ein paar Witnesses aufbauen können. Und dann sollten die sich innerhalb von einem Monat schon fast abbezahlt haben, wenn die gut stehen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal. Ich möchte noch kurz dazu sagen, dass ich hoffe, dass das nächste Mal, oder dass ich davon ausgehe, dass das nächste Mal nicht so weit weg sein wird wie beim letzten Mal. Ich versuche jetzt mal wieder ein bisschen regelmäßiger Videos zu machen. Ja, das ist quasi mein Ziel, einmal die Woche ein Video. Und um eben die Informationen über Helium weiter zu verbreiten, dass ihr eben wisst, wie ihr eure Miner aufstellen könnt und sollt, damit ihr eben besser performt. Also nochmal danke und ciao.